Weiter geht's mit dem Trainieren vom Bauern, meine Freunde. Und wenn wir damit fertig sind, reiten wir dann nach Braven und hoffen, dass noch ein Turnier stattfindet für uns. Denn, um ehrlich zu sein, brauchen wir Kohle. Jede Menge Kohle sogar. Oh, gleich zwei. Au! Au! Ich lasse mich doch nicht vom Bauern besiegen. Ja. Was denkst du, wer du bist? Hä? Willst du mich besiegen oder was? Und noch mehr Bauern trainieren. So, wieder zwei Gegner. Au. Stirb, du Greis. Ihr könnt nichts. Noch mehr Bauern. Wie viele Bauern soll ich denn ausbilden? Mein lieber Scholli. Da können die Banditen sich ja warm anziehen, wenn die kommen. Ich beginne mit einem Oberhau. Au, du Sack. Du hast mich getroffen, das tat weh. So, die Banditen kommen. Schnappt ihr euch, Männer. Und lasst keinen von ihnen am Leben. Wo sind sie denn? Kommt ihr mit Pferden nicht gut? Ha! Stirb! Geh weg! Banditenpack! So, gut gemacht. Unser Dorf wurde geschützt. Das Angebot weise ich zurück. Brauche ich nicht. Wie viele Rekruten würden wir jetzt bekommen? Immer noch drei. Na gut. Die Armut des Dorfes ist unerträglich. Na, das sind doch mal schöne Aussichten. Nach Braven, bitte. Was sagt das Inventar? Na, wir könnten mal wieder Nahrungsmittel gebrauchen. Aber nicht sofort. Wir reiten erstmal nach Braven jetzt. Und hoffen immer noch, dass dort ein Turnier für uns stattfinden wird. Denn Geld brauchen wir jede Menge im Moment. Wir haben in Dirim und sonst nirgendwo einen Laden. Und bei einer Ritterarmee ist das nicht wirklich hilfreich. Graf Melador, wenn ich mich nicht täusche. Da kommen aber einige mit. Verdammt, ich glaube... Das Gelage ist vorbei. Graf Klagus, was geht? Ja gut, ich habe ja einige Tage schon damit verschwendet, die Bauern zu trainieren, also... Auch wenn wir schon mal hier sind, machen wir halt den Suno. Vielleicht kriegen wir da unsere Sklaven los. Joe Schenke. Ich schenke der Schenke was. Oh, verdammt, ein Hinterhalt. Na, kommt ruhig her, wenn ihr was wollt. Friss das. Ah, du kannst mich nicht bezwingen, du elender Bandit. Stirb! Hinterhältiges Pack. So, jetzt aber in die Schenke. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Kann ich alles nicht gebrauchen. Warenhändler, was haben wir denn hier Feines?
Dörrfleisch, noch ein bisschen Brot. Honig, das ist gut. Früchte. Und da haben wir schon wieder 500 verloren, allein um unsere Armee zu versorgen. So, das Gelage dürfte aber inzwischen vorbei sein hier. Ja, denke ich mal, König Carlos ist unterwegs. Mal sehen, ob der uns was Freudiges zu verkünden hat, wenn wir mit dem reden. Ich hörte, ihr habt meinen Vasallengraf Rashash vor einer sicheren Niederlage gerettet. Und damit sind wir bei dem von 0 auf 3 gestiegen. Sowas hört der König gern, Zusammenhalt in seinem Reich. Kein Turnier, wie erwartet. Gehen wir in die Schenke. Nein, in die Schenke, nicht hierhin. Lösegeldvermittler, den wollten wir. Leider nicht genug Geld. Was will ich denn im Stadtzentrum? Also bitte. Obwohl vielleicht lokalen Preise begutachten. Wollen wir mal sehen, ob es hier irgendwas Gewinnbringendes gibt, was wir irgendwo ziemlich gewinnbringend ver... Oh, hier gibt es einiges. Kauft man Flachsbündel hier in Fier... Flachsbündel also. Flachs, Flachs. Und mit diesem Flachs reiten wir jetzt nach Fir. Viel Flachs haben die zwar nicht, aber bei dem Gewinn kann man das schon mal machen. Was Besseres haben wir ja gerade eh nichts zu tun, da können wir auch ein bisschen Handel betreiben. Irgendwoher müssen wir ja unser Geld nehmen. Das meiste Geld bringt halt eben wirklich gegen die Seeräuber zu kämpfen, aber die haben wir inzwischen so dezimiert, die müssen wir erstmal wieder sich erholen lassen. Bevor wir denen wieder die Fresse polieren können. Wieso habe ich bei Nacht eigentlich einen Schatten? Strahlt der Mond so hell? Was haben wir da? Menschenjäger? Ach komm, den helfen wir mal schnell. Hallo Menschenjäger, wir sind hier, um euch zu helfen. Lord Peter, merkt euch den Namen. Wir sind eifrige Helfer. So, wo sind sie denn nun? Weiß da einer was drüber? Wo sich der Feind aufhält? Da hinten. Pow! Auf die Entfernung was zu treffen, da muss man wirklich ein guter Schütze sein. Aber was soll's. Meine ersten Reiter sind schon unten, die regeln die Sache endgültig. Die haben keine Chance. Baum! Ah, ein schöner Sternenhimmel. Na, wie lange braucht ihr denn noch? Tötet sie endlich! Da lade ich mal gerade die Armbrust nach. Vielleicht kann ich die ja gleich noch gebrauchen, aber ich denke nicht. Bis ich oben bin, sind die alle längst tot. Und da war es das auch schon. Na komm, nehmen wir das Zeug mal mit, wenn es uns schon angeboten wird. Wir können schon wieder Soldaten befördern, aber ich möchte jetzt keine mehr befördern erstmal, da ich genug damit zu tun habe, die Truppen, die ich schon habe, zu bezahlen. Hier, zack, wieder drauf. Wunderbar. Gemeinheit. Werde ich wenigstens ein kleines Plus bekommen. Aber nicht mal das ist mir vergönnt. Willkommen tief im Nordkönigreich.
Marktplatz, Warenhändler, wir verkaufen an dich Flachs. Und diesen Unrat hier. Dann checken wir hier mal die lokalen Preise. Vielleicht gibt es hier ja auch schönes Angebot. So, nach Jalem möchte ich nicht. Kann man hier nicht irgendwo was? Durch Kuba, Halma. Nö, die haben nichts Gutes. Dann machen wir jetzt Folgendes, reiten wir wieder die Küste lang. Wie immer. Auf der Suche nach Banditen. Wir können ja mal in die Hauptstadt reiten. Manchmal gibt es ja hier und da mal ein Turnier. Wäre ja ganz praktisch, wenn dort eins wäre. Ich brauche nämlich Geld. Viel Geld. Jede Menge Geld. Geld, Geld, Geld. Wir nähern uns Sargov. Dorthin war ich unterwegs, als die Kerkrits mich erwichten. Ja, ja, erzähl du nur. Ich höre zu, ehrlich. Sargov. Tote Hose. Lokalen Preise über gucken. Ach ja, hier musste ich jetzt 13 zahlen für Übernachtung. Charis, Charis. Viert. In Derim. Ach, das bringt mir doch alles nichts. Das sind viel zu mickrige Gewinne. Da reite ich lieber wirklich die Küste weiter lang. Richtung Rivacek. Sieht doch von oben ganz hübsch aus. Ich glaube, wir haben ja jetzt auch eine Surround-Friedenszeit, sag ich mal. Überall drumherum und so, Action, Action, was rede ich? Charakteransicht, nö, Fraktion, wo ist Fraktion, Fraktion? Nö, wir haben Friedenszeit. Dann lasset uns der Schrecken der Banditen sein. Und finden wir nicht genug Seeräuber, suchen wir uns Tundra-Banditen. Wir verkloppen einfach alles, was irgendwie nach Feind aussieht. Und verkaufen alles schön. Dann werden wir schon bald genug das Geld zusammenkriegen. Und irgendwo was kaufen können. Was haben wir hier? Die ersten Seeräuber. Na, wo wollen wir denn hin? Ach nö, das wird mir jetzt zu stressig. Da reite ich lieber zur Anlagestelle und warte, bis es Nacht wird. Dann kommen sie alle zum Lager und warten nur darauf, mich zu überfallen. Weil sie denken, ich wäre schwach und unvorbereitet. Doch das stimmt nicht. Und einige Zeit hier warten. Und schon ist es morgen. Oh, da kommen schon ordentlich Banditen ran. So, wir kämpfen 49 gegen 36. Es wird uns einen Ansichtswert von 5 Punkten einbringen. Unser Kampfvorteil liegt bei 1. Bitte halten Sie sich während des Kampfes gut fest und verlieren Sie nicht Ihre Waffe. Feuer! Das sieht immer so sinnlos aus, aber es ist tatsächlich so, in 100 Fällen treffe ich 2-3 Mal tatsächlich mit so einem Schuss. Und das ist dann ganz praktisch, ne? Die habe ich ja eh mehr für Belagerung bei mir, die Armbrust. Von daher... Schlitz sie endlich auf! Zack! So, lebt hier überhaupt noch irgendwer? Den machen wir ja super nieder.
Wunderbar gehandhabt. Wir nehmen keine Gefangenen, wir nehmen nur alles mit, was wir verkaufen können. Und dann würde ich sagen, nutzen wir diesen Zeitpunkt und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Lord Peter.